Warum sind die Immobilienpreise gerade in deutschen Wohnstädten in den letzten Jahren so gestiegen? Und was sind eigentlich so die treibenden Faktoren, die die Immobilienpreise nach oben getrieben haben? Und abschließend, befinden wir uns in einer Immobilienblase? All diese Fragen habe ich mit Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfoliomanager, geklärt. Viel Spaß beim zweiten Teil meines Interviews mit Andreas Beck. Steigen wir gleich mal ein in das Thema Immobilien. Also wir haben vor kurzem mal ein Video hochgeladen, das hieß so in etwa die teuersten Städten Deutschlands, wo wir mal so ein bisschen verglichen haben, wie da so die Mietpreise sich entwickelt haben im Vergleich zum sogenannten Resteinkommen, also wie viel man dort verdient und ja, was dann nach Abzüge der Kosten dort übrig bleibt. Wie beurteilst du die Entwicklung der Immobilien in den letzten 10 Jahren, also gerade in den Großstädten? Es wird ja ziemlich als Blase häufig dargestellt. Also in Deutschland spricht man häufig von einer Immobilienblase. Ich bin da nicht 100% der Meinung. Ich lebe hier in Paris. Das heißt, die Preise sind noch mal andere. Da ist Deutschland Luxus. Wie siehst du das? Ja, die Deutsche Bundesbank hat jetzt in ihrem Monatsbericht im Februar von einer Preisblase von 30% gesprochen. Dem würden wir uns anschließen. Also diese Zahl fällt auch nicht vom Himmel. Die Preise sind eindeutig davon gelaufen, auch der Mietrendite davongelaufen, trotz hoher Mieten. Aber ich würde vielleicht kurz was dazu sagen, warum die Immobilien heute so teuer sind. Weil darüber haben wir schon länger auch in Studien geschrieben, letztendlich ab 2005 schon. Und wenn man das sieht, was die Ursache für diese Preisentwicklung ist, dann kann man auch sehen, was die Risikofaktoren dafür sind, dass das jetzt mal in sich zusammenfällt wieder. Also es gibt eigentlich nur zwei wirkliche Treiber für die Immobilienpreise. Das ist einmal der langfristige Zins, was kostet mich die Hypothek? Und das ist zum Zweiten die Wohnflächennachfrage. Und bei der Wohnflächennachfrage hatten wir jetzt einen eigenartigen Effekt bezogen auf unsere Demografie. Wir haben ja in Deutschland seit den geburtenstarken Jahrgängen nur noch 1,4 Kinder pro Frau, so grob, sodass wir uns ja pro Generation deutlich verringern. Also es gibt fast ein Drittel weniger 20-Jährige heute als eine Generation vorher. Und jetzt würde man ja sagen, dieser demografische Effekt müsste sich doch am Immobilienmarkt schon niederschlagen und eigentlich müsste die Wohnflächennachfrage zurückgehen. Es gibt aber einen Effekt, den nennt man Remanenzeffekt, der besagt, dass man in verschiedenen Alter Immobilien sehr unterschiedlich nutzt. Und vereinfacht gesprochen ist es so, je älter man wird, umso höher wird der Wohnflächenverbrauch. Das ist dadurch bedingt, dass so eine Immobiliennutzung so einer gewissen Dramaturgie folgt. Vereinfacht gesprochen, wenn man sich's leisten kann, gründet man irgendwann um 30 rum eine Familie und dann hat man 2, 3 Kinder und man kauft sich ein Haus oder ein Reihenhaus und dann baut man an, baut man um. Irgendwann hat man 240 Quadratmeter Wohnfläche und dann ziehen die Kinder aus. Und was machen die Leute? Sie bleiben in dem Haus wohnen. Und wenn sie sich's leisten können. Es ist so, im Umfeld von München zum Beispiel, in den ganzen teuren Gegenden, die Hälfte der Einfamilienhäuser werden nur noch von 1 oder 2 Personen bewohnt. Und die geburtenstarken Jahrgänge, das ist jetzt der Punkt, die geburtenstarken Jahrgänge, die haben halt in den letzten 5 bis 10 Jahren die Lebensphase erreicht, wo die Kinder ausziehen. Und da die geburtenstarken Jahrgänge absolut nochmal so viele waren, ist es jetzt nochmal ein echter Druck, sieht man auch am demografischen Baum, auf den Immobilienmarkt. Also die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge ziehen aus. Wohin? In die Städte, wo es Arbeitsplätze gibt, wo es Universitäten gibt. Und die geburtenstarken Jahrgänge bleiben aber einfach in ihrem Haus wohnen. Und deswegen haben wir diesen Mangel. Deswegen haben wir jetzt diese enorme Wohnflächennachfrage, die nicht bedient wird am Markt. Aber, ja genau, und gepaart ist das natürlich jetzt auch noch mit den wahnsinnig gesunkenen Zinsen, sodass ich über eine Fremdfinanzierung relativ hohe Preise zahlen konnte für die Immobilien. Aber genauso wie ich diesen Boom jetzt über die demografischen Zahlen erklären kann, kann man auch sehen, dass ab 2025 das kippen wird. Dann sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge spätestens ausgezogen und versorgt. Und dann fängt eine Phase an, wo deutlich mehr Wohnraum frei wird, als es noch an Nachfrage gibt.
Kann man das so verallgemeinert sagen, also auf die gesamte Bundesrepublik? Also die Zahlen der Bundesbank kenne ich jetzt nicht. Ist das auf die gesamte Bundesrepublik bezogen oder wirklich so auf diese Hotspot-Zentren wie München, Frankfurt, Köln und so weiter? Ja, die Frage ist völlig gerechtfertigt. Also Immobilien sind ja ein sehr regional ausdifferenzierter Markt. Und auf dem Land, in strukturschwachen Regionen, sehen wir ja heute schon, dass die Einwohnerzahl sinkt. Also 45% der kleinen und mittelgroßen Städte haben seit 2010 Einwohner verloren. Wenn das jetzt nicht geeignet ist zum Pendeln oder so, dann sind dort die Immobilienpreise auch schon unter Druck. Wir haben 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es diesen Zug in die Metropolen. Und ja, gut, das ist halt jetzt dieses Wechselspiel. Auf der anderen Seite gibt es diesen Zuzug und ein weltweiter Trend weg vom Land hin in die Stadt. Es gibt eine zunehmende Bereitschaft zur Binnenmigration. Also es ist heute fast die Ausnahme, dass man in der Gegend wohnen bleibt, in der man aufgewachsen ist, wenn es nicht in einer Metropole war. Aber dieser Zuzug kann auch nicht ewig so weitergehen. Also diese unglaublichen Preise, die wir heute sehen, die können wahrscheinlich davon dann auch nicht mehr gehalten werden. Okay, also unglaublich ist ja immer eine relative Frage, ne? Wie kommt man denn auf diese 30% Überbewertung? Also im Vergleich zu was jetzt? Ja, es wird unterschieden zwischen dem Wert einer Anlage, das ist der Cashflow, den ich aus dieser Anlage heraus produzieren kann, und dem Preis dieser Anlage. Und man spricht dann von einer Vermögensillusion, weil wenn man jetzt nicht konsumiert, sondern zum Beispiel eine Stiftung ist und investiert, dann ist ja der eigentliche Nutzen, den ich ziehe, nur der Cashflow. Und wenn jetzt die Preise davongelaufen sind, aber der Cashflow gar nicht sich verändert hat, dann ist man in Wirklichkeit, wenn man zu diesem Zweck Immobilien gekauft hat, ja nicht wirklich reicher geworden. Und dieses Davonlaufen der Preisentwicklung vom eigentlichen Wert, das heißt vom Cashflow, das ist das, was die Bundesbank dazu führt, von dieser Blase zu sprechen. Und ich würde das auch sehr ernst nehmen, weil die jetzigen Immobilien, also man spricht da gerne von einer Netto-Mietrendite von 2, 2,5%, die es noch gibt in den Großstädten, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Weil wenn man ehrlich durchrechnet, dass man so ein Haus in 50 Jahren abgeschrieben haben muss und die ganzen Instandhaltungskosten, wenn man das alles mit reinrechnet, dann hat man jetzt schon in München zum Beispiel in guten Lagen Netto-Mietrenditen von ungefähr null. Und das, wenn ich auf eine 10-jährige Bundesanleihe minus 0,4 bekomme, dann ist das vielleicht noch konkurrenzfähig. Aber wenn wir eine halbwegs Normalisierung der Zinsen wieder sehen und vielleicht auf eine 10-jährige Bundesanleihe wieder 2% sind, dann werden die jetzigen Immobilienpreise nicht zu halten sein. Okay. Sind denn die Immobilienpreise auch deswegen, also du hast es gesagt, Bewertung durch die Cashflows, diese Cashflows müssen ja abgezinst werden und sind ja auch deswegen dann die Preise gestiegen, weil das Zinsumfeld gesunken ist. Also quasi, man kann ja den ähnlichen Effekt sehen wie bei den Aktien derzeit auch, oder? Oder dieselbe Mechanismus wie bei Anleihen, ja, wenn die Zinsen fallen, steigen die Kurse. Bei Anleihen gilt das auf jeden Fall. Anleihen und Immobilien konkurrieren bei den institutionellen dominanten Investoren. Die Aktien sind so ein bisschen außen vor, würde ich sagen. Also jenseits der großen Tech-Unternehmen würde ich bei Aktienmärkten keine wirklichen Bewertungsänderungen sehen in den letzten 10 Jahren. Also der DAX ist jetzt nicht wirklich teuer geworden. Okay. Das heißt, du siehst schon die Möglichkeit, dass der Immobilienmarkt in Deutschland sich zu ein bisschen abkühlt oder tatsächlich sogar, dass es da zu einer Korrektur von um die 30% kommen kann oder potenziell sogar mehr durch eine Überreaktion. Man darf sich das nicht so vorstellen wie im Aktienmarkt, dass übermorgen die Kurse einbrechen. Am Immobilienmarkt sieht das in der Regel so aus, dass keine Transaktionen mehr stattfinden. Also der Kaufpreis wird nicht mehr bezahlt, aber Verkäufer ist nicht gezwungen, mit dem Preis runterzugehen, und dann kühlt sich der Markt in dem Sinne ab, dass die Objekte viel länger im Angebot stehen. Und das kann sich relativ lange hinziehen, wenn wir einen Markt haben wie Deutschland, wo wir nicht mit Zwangsversteigerungen rechnen müssen. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, wenn man sich die Daten anschaut, überhaupt kein Zeitpunkt, um jetzt zu kaufen.
Aber wenn man aus steuerlichen Gründen zum Beispiel nicht jetzt gerne verkaufen möchte, sondern erst in 2 Jahren, gibt es auch nicht wirklich einen Grund, das jetzt übereilt zu machen. Also der Markt ist nicht so volatil wie jetzt der Aktienmarkt. Okay. Sind denn Immobilien grundsätzlich für dich eine attraktive Anlageklasse, jetzt mal abgesehen von der aktuellen Überbewertung, weil du hast sie ja quasi in deinem Fonds nicht mit drin, der setzt sich ja nur aus, also nur in Anführungszeichen aus Aktien und Anleihen zusammen, richtig? Ja, das liegt aber daran, dass meine Zielkunden Immobilien direkt halten. Okay, interessant. Und wie würdest du, angenommen, deine Zielkunden haben nicht genug Geld, ist direkt in Immobilien zu investieren, welche Möglichkeiten, würdest du nutzen, um in Immobilien zu investieren? Also denkst du, die Direktanlage ist immer noch die beste Möglichkeit? Ich würde im Moment überhaupt nicht in Immobilien investieren. Die Direktanlage hat halt einen Vorteil. Und der besteht darin, dass ich halt Immobilien wahnsinnig bequem und gut und günstig beleihen kann. Dadurch kann ich einen gewissen Hebel in meinem Portfolio fahren, der kann interessant sein. Aber jetzt in einen offenen Immobilienfonds oder so etwas zu investieren, da würde ich wirklich von abraten. Okay, auch nicht von REITs, also Unternehmen, also Aktiengesellschaften, die Immobilienportfolios halten. Oder REITs oder einfach ganz normale Immobilienaktiengesellschaften. Ja, die ganz normalen Immobilienaktiengesellschaften, die sind ja im Weltportfolio schon dabei. Okay, also den würdest du aber keine Sondergewicht einräumen, einfach nur um Immobilien zu gewichten. Nein, genau. Es gibt keinen Grund, zu glauben, dass die jetzt unterbewertet seien. Okay. Und ich weiß auch, dass du eine besondere Meinung hast zu solchen Plattformen wie Xporo und Co. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, wo du quasi so als Nachrangdarlehengeber drin bist. Ist das eine interessante Anlage oder? Überhaupt nicht. Also man muss sich als Privatanleger über eins im Klaren sein. Wenn ich irgendein Objekt realisieren möchte, dann halte ich meine Kapitalkosten so niedrig wie möglich. Und wenn ich jetzt ein tolles Immobilienprojekt habe, ist es kinderleicht, das zu finanzieren. Also nichts ist so einfach zu finanzieren wie eine vernünftige Immobilie. Da brauche ich keinen teuren Vertrieb, da brauche ich keine Plattform, das muss ich nicht kleinstgestückelt an Privatanleger vertreiben. Also die Objekte, die da landen, die würde ich wahnsinnig mit Vorsicht anschauen. Also du bist kein Fan von Crowdfunding oder Crowdinvesting, also in solche Immobilienprojekte. Gibt es ja auch viele außerhalb von Deutschland, ne? Also gibt es ja solche P2P-Plattformen, die nur in Immobilien investieren und solche Dinge. Das Risiko-Rendite-Verhältnis steht in keinem vernünftigen Zusammenhang. Also die Leute geben dann letztendlich Mezzaninfinanzierungen, haften dann letztendlich für negative Wertentwicklungen direkt, aber sie haben nicht die wirklichen Renditen, die diesem Risiko entgegenstehen würden. Also so Crowdfinanzierung kann interessant sein, wenn es um Projekte geht, die ich nicht einfach finanzieren kann. Also wenn wir beide jetzt eine Geschäftsidee haben und wir wollen irgendwie Regenschirme produzieren für Sonne, und dann finden wir Fans, dann können wir eine Crowdfinanzierung machen, weil das wäre tatsächlich schwer finanzierbar, das kann sinnvoll sein. Aber bei allem, was standardmäßig einfach finanzierbar wäre, kann Crowd-Investing keinen Sinn machen, weil das ein viel zu aufwendiger und komplexer Weg wäre, sich zu finanzieren. Sowieso grundsätzlich das, was meistens entweder aus steuerlichen Gründen angeboten wird oder nur für Privatanleger, also gar nicht erst in institutionelle geht, ist meistens immer ein bisschen, ja, im Englischen würde man sagen shady. Das hat man ja auch gesehen mit, ich habe das damals, als ich meine Ausbildung in der Bank gemacht habe und damals mal eine Station im Private Banking gemacht habe, da war so der absolute Hype, waren Schiffscontainer. Das war so das Ding, das braucht man immer. Schiffscontainer fahren immer um die Welt und so weiter. Deswegen ist ein Investment in Schiffscontainer absolut das Beste und es waren dann geschlossene Fonds gewesen. Ich erinnere mich an die Namen nicht mehr, sonst hätte ich mal recherchiert, ob das heute noch läuft. Dann, was gab es noch? Filmfinanzierungen, Flugzeugfinanzierungen, Schiffe, also nicht nur die Container, sondern Schiffe an sich. Verschwindet alles relativ schnell in der Versenkung, ne? Ja, aber es hinterlässt relativ viele Opfer. Hm. Ja, das Die stimmt auch, ja. Storys sind immer ganz wunderbar, die Prospekte bunt und schön, aber in Wirklichkeit ökonomisch betrachtet sind sie sinnlos. Aber verrückt ist es, also ich meine, dass wir am normalen Aktienmarkt so stark reguliert sind, also sagen wir mal, der normale Sparkassen-Filialmitarbeiter oder so darf ja so gut wie keine Investmentfonds anbieten. Aber solche Dinge, dass das dann übers Private Banking geht, ist kein Problem. Ja, aus meiner Sicht war das sogar ein bisschen gerecht. Also da wurde ja mit Innenprovisionen von bis zu 20% gearbeitet. Damit hat sich die Bank finanziert und konnte dann das Girokonto kostenlos anbieten.
Jetzt fällt ihnen diese Bezugsquelle weg. Jetzt müssen wir da was fürs Girokonto zahlen. Also so richtig Mitleid hatte ich dann auch nicht. So, okay, das ist also quasi die Verschiebung von den reichen Private Equity Kunden zu allen kostenlosen Girokonto für alle. Okay, ich verstehe. Okay, sehr gut. Vielleicht noch eine ganz, ich weiß, dass du da eine Meinung zu hast oder auch mal ein Video zu produziert. Zum Mietpreisdeckel in Berlin, das ist immer so ein heißes Thema, was auch bei uns in den Kommentaren dann ja, auf große Diskussionen stößt. Wie siehst du das, dass das Thema jetzt gedeckelt wurde? Fandest du es sinnvoll, dass es sowas gibt? Findest du es gut, dass es sowas gedeckelt ist, aus rein, ja, sagen wir mal, wissenschaftlicher Sicht, vielleicht nicht aus persönlicher? Ja, genau. Also persönlich finde ich auch natürlich dieses Spekulieren mit Immobilien sehr unschön und die Auswüchse finde ich auch sehr unschön. Aber so ein Mietendeckel ist halt sinnlos, der nützt niemandem etwas. Es ist ja jetzt nicht so, dass man plötzlich dann da wohnen könnte zu günstigen Preisen, wo man gerne wohnen würde. Faktisch ist es in unserer Marktwirtschaft so, dass die Sachen, die knappen Güter, für die es viel Nachfrage gäbe, werden über den Preis geregelt und das ist halt die fairste Art, wie man das regeln kann. Wenn ich das abschaffe und die Wohnung im Prenzlauer Berg kostet nur noch 8 € pro Quadratmeter Miete, dann habe ich halt für eine frei werdende Wohnung 1000 Interessenten und wer kriegt die jetzt? Ich meine, wie erniedrigend ist es, dann im Treppenhaus anzustehen und der 820. Bewerber zu sein? Also das ist jetzt auch kein Gewinn an Gerechtigkeit oder so. Und wer kriegt die dann? Das ist ja völlig nebulös. Der, der am meisten Bestechungsgeld zahlt, dem Makler oder wie läuft das ab? Also wir haben eine Marktwirtschaft, die hat eine gewisse Gerechtigkeit, eine gewisse Fairness, weil sie die Dinge über den Preis regelt, wenn Güter knapp sind. Und die Aufgabe der Politik würde ich eher darin sehen, zu versuchen, Stadtviertel, die nicht mehr beliebt sind, wieder zu unterstützen und aufzuwerten, sodass nicht mehr jeder unbedingt im Prenzlauer Berg wohnen möchte, sondern auch in Marzahn es gute Wohnqualität gibt, vereinfacht gesprochen. Ja, stimmt. Ich meine, als ich Wohnungen besichtigt habe, sowohl auch hier in Paris als auch in Berlin, habe ich das häufig gesehen, dass dann wirklich die Leute Schlange stehen und du denkst, ja, da ist eine Bar, nett, die Leute trinken draußen ein, das war noch alles vor Corona. Und dann siehst du, die haben alle so Aktentäschchen in der Hand mit so Papieren drin und so, hä? Und dann merkst du auf einmal, oh, das ist die Wohnung, die ich besichtigen wollte. Na gut, gleich Kehrtwende gemacht und tschüss. Das ist ja, komische Sache. Ich hoffe, euch hat dieser Teil unseres Interviews gefallen. Schreibt uns doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr vom Thema Immobilien haltet. Denkt ihr auch, dass wir uns in einer Immobilienblase befinden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr den dritten Teil nicht verpassen wollt, in dem ich mit Andreas über das ESG-Investment gesprochen habe, also das nachhaltige Investieren, und wo Andreas mir verraten hat, warum er das für sehr, sehr kritisch hält, beziehungsweise was so die Nachteile vom nachhaltigen Investieren sind, dann solltest du auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren, dann verpasst du das Video nämlich nicht. Ach ja, und wenn du den ersten Teil unseres Interviews noch nicht gesehen hast, solltest du auf jeden Fall hier klicken.